3T ist für Swiss Olympic im Prinzip der erste Schritt auf dem Weg zu Olympischen Spielen. Also wir haben das, eigentlich, das ist die erste Mission, die Jugendlichen kommen hier, dann geht es weiter zu Jugendspielen, Ayoffs etc., geht bis eigentlich zu den Olympischen Spielen. Im Sport hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Es sind andere Themen aufgekommen, es steigen irgendwie die Anforderungen an den Sport bezüglich Transparenz, Korruption etc. Viel mehr Leute schauen, was die Athleten machen. So, soziale Medien bringen dazu bei, dass jede Äußerung plötzlich zu einer Staatsgeschichte wird oder etwas. Eine Karriere von einem Athleten kann fallen wegen einer blöden Äußerung, wegen einem blöden Bild, wegen einer Zigarette oder etwas, was er irgendwo macht. Das war früher weniger der Fall gewesen. Heute muss man den Jugendlichen, die sind so selbstverständlich in dieser Nutzung drin, sind sich aber häufig nach diesen Konsequenzen, die alles hinten dran kann, nicht bis ins letzte bewusst rein. Und wir versuchen eigentlich jetzt mit einfachen Methoden, früher eher sehr, sehr spielerisch, heute aber auch schon viel mehr auch schulmeisterlich eigentlich, die Folgen irgendwo aufzuzeigen, sodass sie nicht zumindest das verbieten, sagen, das dürfen wir nicht oder das dürfen wir schon, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern ihnen einfach sagen, das sind die Folgen, die passieren können. Passt auf, ihr seid gewarnt, ihr wisst, was passiert, es ist eure Entscheidung, was ihr damit machen könnt.